Scheiße. Das war sehr cool. Also ich habe noch ein paar Stabilitätspunkte habe ich noch übrig. Wo ist uns dahin teleportiert? In die Anderswelt. Das werden wir gleich, ja, in die Anderswelt. Das werden wir gleich erfahren, wenn wir hier über das Abenteuer sprechen. Ja. Dann werde ich erstmal müssen wir durchatmen. Ja, genau, erstmal zur Ruhe kommen. Ja. Dass ich das überlebt habe, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es wäre vorbei, als ich da durchgesprungen bin. Punkte verloren, oder? Ja. Wo warst du jetzt am Ende in Sachen Stabilität? Oh, ich hatte noch 37. Ui. Ach ja, komm. Ja. Ja, was war da euer Status überall? Ich habe mit 53 angefangen. Ah ja, okay. Mit 55 habe ich angefangen. Ich habe noch 63 Stabilität. Die habe ich auch. Quasi noch vollkommen. Wir sind gleich stabil. Mega. Ihr habt ja auch immer mich vorher erstmal anfassen lassen. Ist das gefährlich? Vielleicht können wir den Chat jetzt hier vorne auch bekommen. Und dann nochmal hier so ein kleines bisschen quatschen, auch mit den Menschen. Ja, was trinken. Wie es denen so gefallen hat. Sehr coole Story. Wer jetzt schon mehr gewonnen hat hier, die Jungs? Oder? Stimmt. Wie findet man das denn jetzt raus? Was denn? Das Raffle? Ja, wer das gewinnt. Wir können das Raffle jederzeit auflösen, aber ich würde sagen, ich kann es auch noch mal kurz erklären. Es geht gerade, wenn es nochmal, Peter, wenn nochmal deines Amtes weiter. Ja, klar, würdest. Natürlich. Es gibt was zu gewinnen jetzt gerade. Das können wir tatsächlich jetzt einmal flott auflösen. Und zwar ein Cthulhu-Paket von Pegasus Spiele. Richtig, alles, was man für den Anfang braucht, für den Einstieg, wenn man das mal ausprobieren, selber spielen möchte, selber wahnsinnig werden möchte. Dieses Paket hier und ein Würfelset von dir. So eins zum Beispiel, das ist jetzt gerade, nee, das ist jetzt gerade das von Carsten, aber zum Beispiel das. Auf jeden Fall unterschrieben sein, sodass man weiß, von wem es kommt. Ja. Mhm. Also ich kann die Würfel nur beschränkt empfehlen. Sie machen, was sie wollen. Sie sind storygetreu. Genau, das ist jetzt, glaube ich, der Deckel. Das ist ein Zweideckel. Das ist, glaube ich, der Deckel von genau. Oh ja, das ist ein Zweideckel. Was ist hier? Wir waren da noch in die Würfel. Jetzt sind sie weg. Also das Paket jedenfalls verlosen wir. Und was ihr dafür machen müsst, ist ein Ticket zu erwerben, was ihr hier machen könnt mit der Währung Nerdsternchen. Nerdsternchen sammelt ihr, indem ihr zuschaut. Jede Viertelstunde gibt ein Nerdsternchen. Für ein Follow gibt es direkt mal 5. Und ein Ticket kostet 10 Nerd-Sternchen. Maximal 5 Tickets könnt ihr erwerben. Ihr könnt also maximal 50 Sternchen ausgeben. Mit Ausrufezeichen Stars seht ihr, wie viele Sterne ihr besitzt. Und die Zahl in Klammern dahinter zeigt dann auch an, wie viele so gesetzt sind. Und ihr könnt dann mit Ausrufezeichen Ticket und der Anzahl der Tickets könnt ihr dann diese erwerben. Soweit, so easy. Viel Erfolg allen jedenfalls beim Mitmachen. Einer von euch wird jetzt gleich gewinnen. Ich lasse mal ganz kurz laufen. Ausrufezeichen Ticket, dann ein Leerzeichen und dann die Zahl, genau. Guck mal, dann machen noch ein paar Leute mit. Wir haben häufiger übrigens mal Sachen hier zu verlosen und zu verraffeln. Selbst wer uns sonst nicht gut findet, kann er zugucken, um Sternchen zu sammeln. Noch einige Leute bis zuletzt durchgehalten. Ja. Das ging ja doch relativ lang. Ja. Man stellt sich das dann doch mal kurz. Ja, das ist schon. Hip, hip, hurra für Peter als Spielleitung. Ja, Punktlandung. Wie spät ist es? 12. Oh, hör mal. Ganz zu spät. Cool, dass so viele noch wach geblieben sind. 10 Uhr, dachte ich, so geplant. War der Plan, ne? Ja. Dann haben wir ja jetzt. Das haben wir gelacht. So plant man, ja. Wir haben gestartet so um 6:15 hier und dann haben wir so ein bisschen erzählt. Also das Abenteuer ging so um 6:30 los. Halb, kurz nach halb, genau, ja. Das heißt, wir haben jetzt ziemlich exakt 5 Stunden. 5 Stunden abzüglich Pause. Ist schon eine ganz gute Zeit. War nicht lang, glaube ich, ja. Geil. Wow. Ging aber schnell rum. Also für mich, ich weiß nicht, wie es für euch war. Ja, ging schon schnell rum. Gedacht, also für so viel. Ach, hey, also die Charaktere. Ein paar Stabilitätspunkte hat es mich schon gekostet, denke ich. Bitte? So ein paar Stabilitätspunkte hat es schon gekostet, denke ich. Ja. Nicht so. Das ist schon okay. Du bist echt, also das wird, du und Mary, ihr braucht Zeit. Zeit und die eine oder andere Therapie. Genau. Ja. Um da wieder. Um aus der Nummer nochmal wieder rauszukommen. Mhm. Ja. Und was sie da auch noch auf der anderen Seite erlebt hat. Das möchte ich ja auch. Mal gucken, was da noch so draus wird. Der Charakter hat sich auch schön gewandelt, anfänglich, und dann doch immer mehr, was ist hier doch irgendwie was los? Und ja, nein, und helfen. Aber ich denke, ich gehe da erhobenen Hauptes wieder raus. Was? Wie jemand aus dem Dschungelcamp. Ach. Oh, die Charaktere sind echt cool. Ja, ist richtig gut mega gut geworden. Geil. Ja, die sehen wirklich cool aus. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Charakter zu spielen. Mhm. Passt auch ganz gut, ne? Hat dann irgendwie, die waren auch ganz gut verteilt, glaube ich. Ja. Das war schon alles in Ordnung. Du bist auch ein bisschen so ein Pharma-Typ. Ne? Ja, du bist so ein Pharma-Typ. Du bist halt echt einfach wieder. Du bist gerade Pharma, genau. Die Welt ist deine Bühne. Warte mal ab, wenn die Kamera aus ist. Ne? Dann hier. Und was wäre das Problem daran, Bauer genannt zu werden? Dann machen wir mal eine kleine, wollte gerade sagen. So. Das war nur eine Frage. So. Da machen wir eine kleine Kraftprobe dann danach mal. Ne? Was hast du bei Stärke? 65. Shit. Naja. Kann man nicht alles machen. Bei meinem Würfelglück hast du. Was kannst du mich wahrscheinlich irgendwie falten?
Möglicherweise. Das waren also wir. Wir können gerade, wenn wir wollen, das Raffle als erstes noch auflösen und dann noch ein, zwei Sätze sagen. Machen wir doch mal an der Stelle, wir machen das jetzt zu. Ihr könnt nicht mehr mitmachen und dann zählen wir jetzt mal, ziehen wir jetzt mal einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und ihr müsstet dann an gewinne@nerdster.de eine Mail schreiben, wenn ihr gewonnen habt. So. Während der Runde hat denn die Day of the Tentacle-Anspielung von Mairi verstanden? Ich nicht. Also eine habe ich mitbekommen, ja. Welche? Die mit den drei Idioten. Ja, das war auch, glaube ich, die einzige, die ich bewusst gemacht habe. Ach so, okay. Ich sagte, ich habe nur drei Idioten in einem großen Pulli. Ja. Die habe ich gespürt, aber ich habe das Spiel nicht gespielt. Deswegen. Die war klar, das ist ein Zitat. Ja, genau. Das konnte ich immerhin, aber... Ja. Okay, cool. 162 Tickets sind reingegangen. Das ist ganz ordentlich. Dann bin ich mal gespannt, wer das Ding geholt hat. Und der Winner ist Helium Elektron. Herzlichen Glückwunsch. Hat 5 Tickets investiert, hat also ein bisschen auch zugeguckt und sich die Tickets verdient. Ja. Bitte eine Nachricht schreiben an gewinne@nerdster.de mit deinem Namen, deiner Adresse und allem, was dazugehört. Dann schicken wir dir dieses wunderschöne Gratulations. Paket zu. Glückwunsch. Ja. Gratulations. Ja. Sehr schön. Super cool. Und wir verlosen, haben wir uns überlegt, die Tage auch über Social Media. Gerade das Rollenspieltag ist ja erst in 2 Wochen. Ist erst in 2 Wochen. Das heißt, wir können so ein kleines bisschen das auch noch ein bisschen mit begleiten. Sehr cool auf jeden Fall, dass wir auch wieder dabei sind. Na, wir hatten das ja mega. Genau, wir hatten das ja gehabt, dass auch noch Zuschauer nach Shadowrun gefragt haben. Das heißt, wir schicken euch noch. Ja, ich überlege gerade, wer gefragt hat. Irgendjemand, ich habe das doch mitbekommen. Ja, ich weiß auch, aber der Name fällt mir nicht ein, dabei weiß ich es eigentlich. Genau, bekommt ihr noch was die Tage und dann könnt ihr was für Cthulhu und für Shadowrun noch verlosen. Was, Led Metallica? Vielleicht. Naja, geil. Erstmal durchatmen jetzt, wa? Genau. Das ist auch so ein bisschen Tension. Wobei, wie gesagt, also die Drohung, dass nicht gelacht würde, war ja, wurde wirklich nur nicht. Wurde relativ viel gelacht, glaube ich. Ist das, aber ey, Puppe ging zwischendurch ganz gut, ne? Ja. Das hat echt gepusht dann nochmal. Wir haben das schön zusammengearbeitet, ihn festzuhalten, aber dann, damit die Story weitergeht, alle auseinander den wir dann loslassen. Ja, genau. Nochmal, da hat das Notizbuch, genau, und dann hier die Beruhigungsmittelchen und dann plötzlich nur noch Fuck. Oh. Wow, und weg ist der. Ja, aber du hättest... Aber auch Ideen waren auch noch gut mit dem zwischen den Dimensionen etwas hin und her. Ja, super, das immerhin das. Das war cool, ja. Und auch mit dem Foto, das war super gewesen. Und ich wusste natürlich, dass das mit dem scheiß Seil nicht funktioniert. Ich hatte so ein Gefühl, aber mein Charakter hatte das Gefühl nicht. Mein Charakter fand es mega. Dein Charakter fand sich auch die ganze Zeit mega. Schwierig. Geil, ey. Alter, war der am Anfang unsympathisch. Das ist gleich. Ich fand, der hat das aber gegen Ende handeln können. Nee, ich fand, gegen Ende hat er sich noch gesteigert. Genau. Einfach war schon so, nur die Jahre in New York haben ihm vielleicht nicht so gut getan. Also das hat auch Spaß gemacht, das mitzunehmen. Das hat schon so ein paar Allüren da irgendwie. Aber hier die Nummer mit dem Zigarettenautomaten. Einer der besten Würfe, des gesamten Abends dann dafür verschwendet. Eine Eins. Eine Eins sogar. Der beste Würfe, glaube ich. Irgendwann haben wir noch eine Zwei gehabt. Er hat auch 2 Einsen und eine 2 gehabt. Ja, und dann nutzt er das, um Zigarettenautomaten leer zu haben im Zug. Großartig. Ja, schon ganz gut. Ja, wir prüfen das gegen Asatosai. Ja. Nice. Was ist da passiert? Was ist denn da alles passiert, hör mal? Genau. Ja, und was haben wir alles verpasst, weil wir zu doof waren, die richtigen... Nein, also im Grunde war es ziemlich offen, das Ganze gestaltet. Man kann konnte verschiedenen Hinweisen nachgeben. Die grundlegende Geschichte ist... ihr hättet, was habt ihr denn noch im Labor? Ach so, in dem Aktenschrank. Da waren noch weitere Audiokassetten mit weiteren Aufzeichnungen, was er da so gemacht hat. Auch eine Stahlkassette. Also in dem, wo das im das Labor Ding war. Dann, der genau, war. Richtig, in dem Labor. Unter anderem auch ein Pass und Führerscheine von einem gewissen Richard Brown und seiner Frau Monica Brown. Richard Brown sieht Thomas Morgan zum Verwechseln ähnlich, nur ein paar Jahre jünger. Das Ehepaar Brown arbeitet gemeinsam an einem geheimen Forschungsprojekt der Regierung über parallele Dimensionen. Und das Projekt war eine Fortführung, das Projekt Anderswelt des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg. So, also war es ein Richard Braun? Ha! Richtig. Das ganze Projekt basierte auf einem Artefakt, das von der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe während der deutschen Tibet-Expedition 1938-39 entdeckt wurde.
und wurde nach dem Sieg der Alliierten zusammen mit den Geräten und Unterlagen in die Vereinigten Staaten gebracht, so wie sie auch bei Braun gemacht haben und vielen anderen deutschen Wissenschaftlern, das ganze Know-how ja in eine mehr oder weniger geheime Aktion rübergebracht. Vor 5 Jahren gab es allerdings einen Zwischenfall. Monika Braun verschwand durch einen instabilen Dimensionsriss. Die Regierung beendete daraufhin das Projekt, obwohl Richard Braun natürlich verzweifelt versucht hat, seine Vorgesetzten von einer Fortsetzung dieses Projekts zu überzeugen. Und er glaubte fest daran, dass seine Frau in einer anderen Dimension dann noch am Leben sei. Er stahl wichtige Unterlagen, das Artefakt tauchte mit einem gefälschten Pass unter und ließ sich als Thomas Morgan dann in Lawrenceville wieder. Er kaufte auch dort den alten Schrottplatz und arbeitete als Mechaniker. Hatte dort alles, was er brauchte. Es war so ein bisschen weit ab vom Schuss, aber trotzdem gab es da alles, was er brauchte. Und den Strom für sein Labor bezog er über die nahe Konservenfabrik. Denn er hat die Erdkabel quasi wieder unter Strom gesetzt, über den Verteilerkasten, und hat da den Strom hergeholt. Deswegen gab es da auch immer wieder diese Schwankungen halt, schon seit längerer Zeit. Das war so der Hinweis quasi, wie man über die Konservenfabrik dahin kommen konnte. Zuletzt hat er große Fortschritte erzielt, vor 4 Monaten, und vor 1 Monat konnte er für einen kurzen Moment einen Dimensionsriss erzeugen. Und gestern und eben. Der Verlust seiner Frau und auch die Nähe zu dem Artefakt haben ihn natürlich auch wahnsinnig werden lassen. Und er hat auch die ganzen Phänomene, die seine instabilen Dimensionsrisse erzeugt haben, vollkommen ignoriert. Auch, dass Menschen verschwunden sind, das war ihm dann egal. Er wollte seine Frau wiederfinden. Da tut man ja alles für. Oh. Moment mal, hätte da nicht irgendwo auch noch eine halbe Kuh liegen müssen? Ja, irgendwo. Es gibt aber, das ist ja aber die Kühe, nein, die Kühe sind aber nicht, die Kühe sind aber nicht durch diesen Dimensionsriss rübergekommen, denn das ist der stabile Weg rüber. Das Problem ist, dass außerhalb von Morgens Labor und diesen stabilisierenden Geräten weitere Risse erschienen sind, so als Nebeneffekte gewissermaßen. Bei so einem Dimensionsriss wird entweder Materie von der einen Seite von dieser Seite auf unsere gebracht oder umgekehrt. Das kann beides passieren. So ist eben deine Frau oder auch ein Teil der Kühe rüber verschwunden. So sind aber auch Dinge auf unsere Welt gekommen. Das, was ihr zum Beispiel, wenn ihr nicht nachgegangen seid, ist im See. Da habt ihr auch ein paar tiefe Wesen quasi hingezogen, die da drin hausen. Das hätte man auch machen können. Dann vielleicht noch so eine Jacke oder eine Weste auf der Seeoberfläche geschwommen. Dann ist es vielleicht, Mary. Einmal da reingeschwommen, eben sich reingestürzt. Das war eine Testrunde, die ich mal vorher gespielt habe. Das war auch mega krass. Das war noch am Abend gewesen. Er ist dann sofort ins Wasser gesprungen. Nein, das ist irgendwie die Weste meiner Frau. Ist da hingeschwommen, wurde dann halt in die Tiefe gezogen von den tiefen Wesen. Das war richtig, richtig krass. Das war ja vielleicht ganz gut, dass wir das, dass wir es nicht gefunden haben. Ne? Das ist dann so ein kurzer Abend. Ja. Genau. Ja. Und das, was drumherum passiert um das Labor, das sind quasi die Nebeneffekte, das sind diese Blitze. Und wenn die irgendwo runtergehen, dann passiert da so ein instabiler Riss, der auch irgendetwas von einer Seite auf die andere dann eben bringt. So sind dann auch Personen halt verschwunden. Mhm. Biakir, also Flugwesen, sind auch noch auf unsere Seite gekommen. Da ist ja auch noch sowas gesehen. Also ihr hättet auch noch durch die Stadt gehen können, die Leute befragen, was sonst noch so Komisches passiert ist. Das habt ihr jetzt in dem Sinne auch nicht gemacht. Aber es ist nicht schlimm, es führen verschiedene Wege quasi dahin, die irgendwann zum Schrottplatz dann gehen. Ja. Die Agenten der Regierung, das sind natürlich die ursprünglich dieses Projekt dann noch betreut haben, das ist eine Unterabordnung der CIA, die haben diese Phänomene natürlich wahrgenommen, da Ausschläge auf ihren Messinstrumenten und, oh, da ist er, wir haben ihn jetzt, sind auch in die Stadt gekommen und hätten euch auch noch mehr in die Quere kommen können. Das ist so optional, wie man sich mit denen anlegt. Also offene Konfrontation oder nicht. Glück gehabt. Vielleicht. Das ist auch was quasi, wenn man das ein bisschen auf 2 Abende aufteilen will, kann man mit denen auch noch mehr machen. Also, dass man merkt, oh, die haben den Gary verschwinden lassen, wie auch immer, was mit dem passiert ist. Mhm. Ihr wisst es nicht. Die nutzen alle Mittel. Ja, vielleicht wollen die uns auch umbringen, beseitigen, alle Spuren irgendwie beseitigen. Die kann man auch noch als gegen die Spielercharaktere arbeitende Antagonisten dann noch einführen, wenn man möchte. Oder sie sind einfach nur so, die tauchen manchmal auf, oh, wir müssen uns irgendwie so ein bisschen bedeckt halten. Wer weiß, was da noch los ist. Die andere Dimension ist eine postapokalyptische Welt, in der Cthulhu aus seinem Schlaf erwacht ist und weite Teile des Festlands sind überschwemmt, zu Sumpflandschaften geworden, Morast, alles ist degeneriert, verkümmert, die Bäume kahl und Sterngezüchte und tiefe Wesen herrschen über diese Erde. Eine unschöne Welt, in der man auch nicht lange überlebt. Also die vor 4 Monaten... Also so 2050. Genau. Die vor 4 Monaten durch die Dimensionsrisse in diese Welt gesaugt wurden, die sind vielleicht nicht mehr so. Der Antoni war der Einzige, der quasi noch am Leben war. Der ist vor 1 Monat darüber gekommen, ist aber auch inzwischen völlig wahnsinnig geworden. Sieht auch aus wie völlig abgefragt. Oh je. Ja, der ist der Kiosk. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie das so wird mit dem Kiosk. Ja, das war das, was auf der anderen Seite ist.
Ansonsten gibt es noch Phänomene, die mit den schleimbedeckten Bäumen, die hätte man noch nachgehen können. Da sind Eier drin. Die sind auch in den See gelangt. Daraus kommen die Genau. Viecher. Ja. Ja. Wir haben es tatsächlich ziemlich geradlinig dann ans Ziel geschafft. Ja. Und vor allen Dingen auch wirklich ja dann erfolgreich. Was ich meine, was wäre gewesen, wenn wir tatsächlich die Geräte kaputt gemacht hätten, den Riss dann, geschlossen? Ja, dann wäre der Riss geschlossen gewesen. Ja. So. Nichts mit Larry. Nichts mit Larry. Nein. Das hätte auch passieren Habe ich nicht mitgerechnet, dass wir sie wiederkriegen, aber okay. Das passiert bei Cthulhu nicht immer, dass man das Ritual verhindern kann oder dass man... Ja, Mary ist wieder da, es ist ein bisschen anders, aber es ist Mary. Ja. Manchmal zuckt die Auge so komisch. Und ich hatte fast schon den Verdacht, Mary schließt in die Arme und auf einmal öffnet sich irgendwas. Ja, ja. Und es kommt der Tag raus. Oder es ist schon so irgendein Hybrid-Tiefenwesen geworden mit so Glubschaugen und ein Kiem. Das wäre natürlich auch cool, der hat sich auch verändert. Ja, kann man alles so spielen. Weißt du, das ist für so für die, alles ist wieder gut und danach kommt nochmal die eine Szene, wo das Monster wieder auftaucht und dann sieht man, dass mit Mary irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich mache das eine Fortsetzung. Für die Fortsetzung, genau. Oder er blickt auch so und sieht nur so, sie halten so Händchen, da guckt sie auf die Hand, sie so Schwimmhäute oder irgendwie sowas. Das wäre cool und dann Cut raus. Ja. Boah, mega. Gute Idee. Fürs nächste Mal, ja. Ja. Auch ganz schön, so ein Ding dann nicht. Also es ist jetzt ja wirklich sehr versöhnlich, sag ich mal, ausgegangen. Ja. Muss man ja sagen. Also extrem. Also das Einzige, was Schaden genommen hat, ist seine Psyche. Ja, ziemlich. Oh, komm. Ich meine, wir haben halt auch. Wie viel 20 Punkte habe ich verloren? Das ist doch. Wir haben halt auch ansonsten gewürfelt wie die Weltmeister. Ja, auf jeden Fall. Das Wesen hätte ihn aber auch einfach mal locker da zerreißen können. Ja, also so von den Kampfwerten her habt ihr euch da nichts genommen. 13 Trefferpunkte, so ein Punkt Panzerung, Schaden 1W6 plus 1W4, ihr seid ziemlich gespiegelt. Ja. Ich hätte keine Panzerung gehabt. Ja, und beim Treffen ist es nicht so ganz so gut, aber das hätte dich doch einfach zerfleischen können. Ja. Das wäre drin gewesen. Ja. Also die Stahlstange hat da schon noch was gerissen. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, auf der anderen Seite, also, warum? Warum habe ich die Shotgun nicht mitgenommen? Ich hab gedacht, er kommt hinterher, aber er kommt nicht. Du hast wirklich gedacht, er? Er hatte sich das so gewässert. Ja. Aber es war ja mega vernünftig von mir, da zu bleiben. Ja, ich finde das auch cool, wenn man halt wirklich seinen Charakter dann eine Schwäche spielt. Ja. Und Vernunft ist bei dir deine ausgeprägteste Schwäche. Also meine Ausrede, dass Laurie sowas überhaupt macht, ist, sie ist Ärztin in einem Krankenhaus. Da hast du halt schon Nerven. Damit habe ich nicht gerechnet, aber auch, dass du dann da reinspringst. Ich dachte, wir hängen da noch ein bisschen ab. Ja, genau. Klar. Träum weiter. Das ist auch die Frage, was du da von der ganzen Sache veröffentlichst. Oder was Casey, nicht du, sondern Casey dann veröffentlicht. Das kann natürlich auch dazu führen, dass wieder an der Tür geklingelt wird und jemand unangenehme Fragen stellt. Ja. Ich überlegt, ob ich es vielleicht als Geschichte, als Roman oder was veröffentliche und dann mehr so in die Fantasy-Geschichte. Fantastische, so im Stil eines H.P. Lovecrafts. Dann kriegst du ab in die Spinnerecke. Ja? Kurios. Ja, dann fragen sie mich alle in Interviews, wie kommen sie denn auf diese Idee? Denn dein Gesicht ist ja jetzt auch bekannt. Ach, ja. Mhm. Wie merken sich das die beiden Agents? CIA hat doch überall ihre Finger im Spiel. Das sind doch die schrecken halt auch von nichts zurück. CIA ist ganz ungemütlich. Das ist nicht gut. Ich habe noch angefangen, an einem weiteren Song zu schreiben. Oh, komm, geh weg. Ich war noch nicht so unheimlich weit. Ich war bei... La 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 Thunder, la 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 Lightning, Mary's gone. Ja, aber mehr habe ich noch nicht. Kommt dann auf der nächsten Platte. Stay tuned. Ja, wir müssen, glaube ich, los. Wer hatte zuerst Ride the Lightning, Metallica oder deine Band? Thunder. Ich war übrigens auf... Ich war übrigens, das wissen viele nicht. Weil ich gesagt habe, Hardrock ist mir jetzt zu krass, ein bisschen sensibler geworden bin, dass auch die Seite an mir entdeckt hat, bin ich dann unplugged danach auf große Clive is Live Tour gegangen. Und habe einige Top-Songs noch rausgebracht. Die Songs kosten am meisten Sanity. Absolut. Ja. Ja, was meint ihr, wie ich zu 18 Punkten mit Verlust gekommen bin? Das wäre lustig gewesen, wenn du denen da was abgezogen hättest. Wow. Also echt, das wäre auch hart gewesen. Hätte mich schon geschmerzt. Ja. Gut, ich glaube, habt ihr noch Fragen? Nö. Ne? Chat, noch Fragen? Irgendwas? Unklar? Alles geklärt? Aber oder? Die Songs kosten am meisten Sanity. Nö. Die wollen nichts mehr. Reicht mal ein Stresshamster. Hier, das ist Stresskragen eigentlich. In dem Fall den Stresskragen. Ja.
Der wäre so gut, ne? Wir haben auch nichts da, was so ein bisschen so ähnlich ist jetzt. Das irgendwie toll, so ein bisschen zusammenknüllen können. Und du hast nichts da, was einem außerirdischen toten Kraken ähnelt, eine Plastiktüte. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich müsste man nur kurz mal ein bisschen gucken. Ja, Kühlschrank? Ja. Kühlschrank. An den Kühlschrank geben wir gleich noch. Da gibt es für uns noch ein kleines Getränk, aber das ist dann nicht mehr für euch, leider. Sorry, das ist nur für uns. Was ist mit dem Vieh in der Tüte? Das Vieh in der Tüte. Passiert da noch was mit? Nee. Keine Ahnung, aber wir haben Beweise. Vielleicht grillen wir das beim nächsten Barbecue. Ja, Barbecue, das wär's doch. Oh, ja. Das ist eine richtig gute Idee. Genau, lass uns das Alien-Essen. Vielleicht gibt's, ja, wahrscheinlich gibt es eine Konservenfabrik nicht mehr. Die wurde ja abgesperrt und da fahren so ein paar schwarze Vans jetzt vor und kümmern sich das. Morbus 0815 sagt, ihr müsst Peter öfter als Spielleitung vor die Kamera zerren, nicht nur am oder den GL. Ja. Hey, wir haben es lange versucht. Peter zieht sich wirklich krass vor der Kamera zu spielen normalerweise. Ich weiß nicht, wie oft Nico... Ja, und jetzt sind wir weggezogen. Jetzt, wo ich, wo ich Zeit habe, so viel Zeit. Jetzt auf einmal. Eines Tages. Nico war wirklich, wirklich bemüht. Das muss man sagen. Nico. Ja, ich meine, wir haben mit Peter privat gespielt. Wir wussten, können wir es. Ja. Aber es soll ja auch ein Hobby bleiben. Ja, eben. Für die meisten von uns. Beruflich muss man ja nicht direkt auch dann was mit Brettspielen oder Videospielen. Hey. Ja, wir planen eine Rollenspielrunde zusammen haben, die nicht gefilmt wird. Nur zum Spaß. Nur zum Spaß, ja. Das ist heftig. Ja. Ich meine, es schließt sich ja auch nicht aus. Ja. Ne? Nee. Man kann ja auch vor der Kamera und Spaß. Liebe für Peter. Ja, Peter loben. Nochmal. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Ja, wir machen Peter. Das fein gemacht. Deswegen hieß es auch Peter. Das muss man auch mal. Ne? Ja. Ihr habt das fein gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an. Also eine Spielrunde ist ja nichts ohne Zuschauer, aber vor allem nichts ohne die Mitspielenden. Ja. Und ihr habt das echt super gemacht. Deswegen nochmal mein persönlicher Dank an dich, Julia, an dich, Mairi. Ja. Nicht schlecht. Boah, daraus kann man echt noch was machen, ne? Ja. An dich. Jetzt müssen wir einen Hashtag. Carsten, wir machen das jetzt auch schon zum dritten Mal zusammen. Ja. Schon fast ein eingespieltes Team. An dich natürlich auch, an eure Gastfreundschaft hier. Ja. Sehr gern. Das ist, schön, dass ihr alle da seid bei uns. Das ist immer wieder schön bei euch. Und, in unserem kleinen Spielzimmer. Ja, kleines Reich hier. Ja, wirklich. Das ist echt ein tolles Spielzimmer bei euch. So, die Regie schreibt, Pizza ist da. An alle anderen, die irgendwie mitgewirkt haben, vor den Kulissen, auch hier bei euch natürlich, Marci und die anderen Gang. Fleißigen Helferlein. Marci, Yannick und Manchi. Wir machen hier irgendetwas Pause, weil ich halt so Ellie und Marv und meine Ideengeber und die Testspieler und alle anderen, vielen Dank nochmal dafür. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Alles. So, an euch da draußen jetzt nur, bleibt nur eins übrig. Macht beim GRT mit. Ja. Entweder, wenn ihr Rollenspieler seid, bietet eine Runde an für Neulinge, die das noch nie gespielt haben. Zeigt denen, wie cool das Hobby ist, wie viel Spaß das machen kann. Euch stehen alle Welten offen. Alle Dimensionen. Ja. Die anderen das Welten. Ist das ist das Tolle an Rollenspiel. Deswegen bin ich so ein Riesenfan. Und das ist einfach für mich so wichtig. Man kann alles machen. Das ist einfach ein fantastisches Hobby. Macht eine Spielrunde. Zeigt anderen das Hobby. Es gibt am Anfang so eine Hürde. Wie macht man das eigentlich? Wie funktioniert das mit diesem Charakterspiel, mit diesem Rollenspiel, mit diesem Impro-Theater? Wie wird man eigentlich Spielleiter? Das ist nochmal eine Hürde mehr. Zeigt ihnen, wie das geht. Es ist gar nicht so schwer. Braucht ein bisschen Erfahrung. Dann macht das richtig viel Spaß. Und wenn ihr noch nie sowas gemacht habt, dann geht auf die Seite des Gratis-Rollenspieltags, schaut an, wo so was stattfindet, geht dahin und spielt eine Runde einfach mit und probiert das mal aus. Steht im Chat, by the way, ne? Gratisrollenspieltag.de. Wenn ihr Bock habt, morgen noch mehr zu sehen, morgen Abend hosten wir auf jeden Fall auf dem Pegasus-Spiele-Channel eine Shadowrun-Runde. Das ist schon morgen. Boah, und übermorgen stellt Mairi das komplette GLT-Paket vor. Ja. Und alle anderen Termine, also dranbleiben, es geht weiter. Auf Orgenspalter TV und Nico, die andere Hälfte von Orgenspalter TV, sagt ja auch, es gibt genug Tutorial-Videos, wie das läuft mit dem. Und wir haben auch zum Beispiel SL-Tipps und dergleichen. Also einfach mal bei euch reinschauen und so viele Spielrunden bei euch im Kanal. Und was ich vor allen Dingen sagen kann, hab keine Angst davor. Es kostet zwar ein bisschen Überwindung, Spielleiter zu sein, weil man halt derjenige ist. Oder diejenige, die vorbereitet und die Verantwortung hat und sonst irgendetwas. Ja, das ist durchaus so, wenn man das ganz klasse spielt. Es gibt ja auch Rollenspiele, wo man einfach gemeinsam erzählt. Das ist vollkommen
Aber dann habt ihr auch Mitspieler, ne? Und offen, ich meine, genau, man spielt ja auch zusammen. Man möchte ja zusammen eine schöne Geschichte erleben. Es geht ja nicht darauf, den SL irgendwie zu ärgern oder sowas, sondern man möchte das gemeinsam machen. Ich kenne auch so viele Leute, manche Leute verstehen das so, aber am schönsten ist es. So funktioniert das nicht. Genau, man spielt zusammen. Man kann sich mal ein bisschen necken. Ja, das gehört dazu. Ja. Also ne, so dieser Konflikt auch innerhalb der Gruppe, das gehört auch alles dazu. Aber im Grunde möchte man irgendwie zusammen eine coole Geschichte erleben. Also macht euch das Leben nicht schwer, sondern arbeitet da zusammen und macht was Cooles. Probiert das aus, spielt Rollenspiele, schaut euch bei Orkenspalte TV zahlreiche Let's Plays. Nein, wie heißen sie? Actual Plays. Wir sagen Let's Plays. Die Amis sagen Actual Plays. Da gibt es genug Ideen. Stimmt. Die ihr euch holen könnt und probiert es einfach mal aus. Der letzte Account schreibt es auch gerade. Nächste Woche Freitag haben wir auch noch mal Pen and Paper. Ihr müsst auch mehr Pen and Paper machen. Ja, machen wir. Wie gesagt, wir bringen jetzt unsere jetzige Reihe zu Ende und dann sind wir offen irgendwann für eine neue IP. Ja. So, jetzt machen wir erstmal Starfinder zu Ende, wo ich den intergalaktischen Superstar Zash verkörpere. Es gibt also noch mehr Musik von mir. Und morgen früh, wer jetzt direkt morgen früh wieder auf irgendwelche Dinge Lust hat, morgen spielen wir hier auf dem Kanal The Witcher 3 Wild Hunt. Marcel und ich spielen zum ersten Mal. Ist, glaube ich, jetzt der sechste Termin. Wir sind da schon ein bisschen voran und wir spielen den kompletten Tag ziemlich pünktlich bis dahin, wo dann bei euch das Shadowrun gehostet wird. Also, morgen früh 10 Uhr direkt wieder hier einschalten. Schön, dass ihr alle da seid. Danke für die vielen neuen Follows, alle, die dazugekommen sind. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst nochmal wieder. Ja, das schön, dass ihr alle bei uns zu Gast wart. Cool, dass wir das wieder machen konnten. Geile Aktion, gerade das Rollenspieltag. Weitermachen. Und dann sehen wir uns in dieser Runde ja möglicherweise schon im nächsten Jahr wieder. Hey! Ja, dann mit mehr Erfahrungspunkten. Cool. Und älter, aber mehr Erfahrung. Mehr Erfahrungspunkte, genau. Level up. Level up. Ja. Level up. Ich alles klar. Jetzt gerafft, warum eine Elf auf deinem Shirt ist. Tschüss. Da brauchen alle immer ein bisschen länger für. Mach's gut, ciao. Ciao.